Wie lange willst du dein Leben noch an dir vorbeirauschen lassen? Denn wenn ich dieses Urvertrauen durch diese kleinen Beispiele, die ich dir gerade genannt habe, nicht nochmal ausgegraben hätte und dem Leben, meinem höheren Selbst, der Energie, die mich umgibt, die ja auch dich umgibt, gleich welchen Namen du dieser gibst, vertraut hätte, dann würde ich jetzt um diese Zeit auf der Autobahn im Stau stehen, stop and go, und würde so ab 8, halb 9 am Schreibtisch hocken und würde Papier von A nach B schieben, Ordner rausholen, Rechnungen schreiben, einkuvertieren, wegschicken, keine Ahnung, und würde mich fragen, was mache ich hier eigentlich? Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Heute ist Seelenfreude Challenge, Tag 20. Mal schauen, wer heute hier live dabei ist. So mitten in der Nacht, 7.15 Uhr. Guten Morgen, Berlin. Ja. Ich werde heute mal noch schauen nach den Kommentaren von gestern mit der liegenden 8. Das habe ich gestern zeitlich nicht mehr geschafft. Werde ich heute im Laufe des Tages noch tun. Um was geht's heute? Ich habe den heutigen Tag, liebe Sylvia, wunderschönen guten Morgen, den heutigen Tag unter dem Stichwort Traumleben geschrieben. Zum einen Traumleben führen, aber auch deinen Traum leben. Denn mir ist gestern, ich habe solche Beispiele schon öfter hier immer wieder gebracht, aber um dich mal wirklich wach zu machen, auf eine liebevolle Art und Weise, du weißt, wie ich es meine. Ich habe noch eine Kröte im Hals heute Morgen. Gestern haben wir mal wieder gemerkt, mein Mann und ich, als wir hier in Berlin unterwegs waren, wie sehr wir immer geführt und gelenkt werden vom Leben, vom Universum, von einer höheren Kraft, Energie, Schutzengel, Gott, egal welchen Namen du dieser Instanz geben möchtest. Und so gibt es eine Vielzahl von Beispielen. Und aus diesen Dingen heraus, ich erzähle dir gleich diese Geschichte von gestern Abend, damit du weißt, was ich meine und für dich auch rausziehen kannst, aus welch kleinen Geschichten du wieder dein Urvertrauen ins Leben zurückgewinnen kannst. Und dein Urvertrauen brauchst du auch ein Stück weit, dem Leben vertrauen, dass du auch dein Traum lebst, beziehungsweise dein Traumleben dir kreierst, das machst, was deinem Herzen entspricht, was zu dir passt. Liebe Evelyn, wunderschönen guten Morgen. Und aufhörst, Dinge zu tun, die dich Energie kosten und das Leben rauscht an dir vorbei. Denn mal noch eine andere Frage zwischendrin. Wie viel Zeit hast du hier jetzt noch in deinem Körper? Wie viel Zeit hast du? Oder ist schon ein großer Teil an dir vorbeigerauscht in deinem Leben? Irgendwann, meist so ab Mitte 50, so war das bei mir, meist so ab 50, Anfang 50 wollte ich sagen, so war das bei mir, fängt man an, darüber nachzudenken. Ich meine, ich weiß, ich war mal in der Palmblatt-Bibliothek, dass ich noch mal herkomme. Habe da auch erfahren, wie viel Leben ich schon hatte, wie viel Leben wohl auch noch vor mir liegen. Aber meine Seele kommt noch mal hierher. Und deine Seele vielleicht auch. Und unsere Seele, meine Seele hatte schon viele frühere Leben. Deine Seele sicherlich auch. Aber im jetzigen Körper, guten Morgen, liebe Hilke, aber im jetzigen Körper hast du doch nun mal dieses eine Leben. Und glaubst du allen Ernstes,
dass du dir mal vorgenommen hast, hier zu leiden, Dinge zu machen, die dir keine Freude machen, die dir Energie rauben, die du nur machst des Geldes wegen und, und. Glaubst du das wirklich? Wenn du ganz ehrlich, wenn du radikal ehrlich zu dir bist, oder erzählst du dir noch Geschichten? Und mit Geschichten meine ich jetzt Glaubenssätze. Das geht doch nicht, weil, wenn das so leicht wäre, würden das doch alle anderen machen. Ich hatte eine schlechte Kindheit, ich hatte eine schlimme Kindheit. Ich hatte in meinem früheren Leben keine Ahnung was. Ich muss jetzt noch Karma abtragen. Zu mir hat mal jemand gesagt, das ist schon ewig lange her, gefühlt ewig lange, da war ich noch auf Messen unterwegs. Und er kam zu mir ins Gespräch. Ich hatte da immer so Kurzcoachings für ein paar Euro angeboten. Hallo, liebe Gabi, wunderschönen guten Morgen. Und er sagte allen Ernstes zu mir, weil er hatte eine riesen Geldblockade, in meinem früheren Leben war ich mal Bankräuber. Deshalb kann ich in meinem jetzigen Leben kein Geld in mein Leben ziehen und bei mir behalten. Ich muss dieses Karma von früher abtragen in meinem jetzigen Leben. Was soll das? Also, mein Herz und meine Seele sagen da, ja gut, wenn ich in meinem früheren Leben mal sowas angestellt habe, okay, dann kann es doch nicht sein, dass meine Seele jetzt hierher gekommen ist, um zu leiden. Oder um Krankheitsbilder zu entwickeln, um Disharmonien im Hinblick auf Karma abzutragen oder so. Lausch mal in der Richtung in dich hinein. So, bevor ich jetzt tiefer da in die Richtung reindrifte, ich wollte dir das aktuelle Beispiel ja von gestern Abend erzählen und einige andere Beispiele auch, um deinem Denker, deinem Verstand mal ein bisschen Futter zu geben, dass du auch mal siehst, wie auch du gelenkt wirst, wenn du denn darauf achtest. Weil letzten Endes aus diesen kleinen Dingen habe ich die Kraft und Energie genommen, zu 100% inzwischen das zu machen, was mir Freude macht, was meinem Herzen entspricht, was meinem Traumleben in der Richtung entspricht. Und das kann von deinem abklaffen. Das muss nicht das Gleiche wie bei mir sein. Du hast deine eigenen Vorstellungen, wie du gerne leben möchtest. Okay? Du lebst es bislang nur noch nicht zu 100%, aber du bist auf einem wunderbaren Weg, du bist hier in der Gruppe. Da sind ja auch welche dabei heute Morgen, die bei mir in der Akademie sind, die ja sowieso den Leitfaden, das Navigationssystem anhand bekommen und haben, um ihr Traumleben zu leben. So, und gestern Abend, vorgestern schon, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich würde gerne nach Kreuzberg. Mein Mann hat sich zwar gewundert, was will die in Kreuzberg, aber okay, fragt nicht viel. Nur am Samstagabend war es dann einfach zu spät. Wir waren dann noch müde, sind wir doch nicht mehr nach Kreuzberg. Und gestern Abend, kleine Planänderung, sind wir nach Kreuzberg. Und auf dem Weg nach Kreuzberg hat irgendwas in mir schon gesagt, ist das wirklich Kreuzberg, wo ich hin wollte? Und als wir dort dann angekommen sind, habe ich zu meinem Mann gesagt, das hier ist nicht die Gegend, wo ich eigentlich hin wollte. Und habe so überlegt, bin aber nicht drauf gekommen im Moment und dann hat es Klick gemacht. Ich wollte nicht eigentlich nach Kreuzberg, ich habe mich nur versprochen oder habe was verwechselt. Ich wollte auf den Prenzlauer Berg. So, naja, wir waren ja schon mal in Kreuzberg dann und ich habe dann in dem Moment, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, okay, sind wir halt hier, es wird seinen Sinn haben, im Moment sehen wir ihn nicht, aber schauen wir mal. Was macht denn dein Bauch? Was macht denn dein Magen? Hast du noch Hunger? Und in dem Moment, wo wir so darüber gesprochen haben, dass es wohl seinen Sinn hat und überlegt haben, was gibt es heute Abend noch zu essen, was gibt es noch Leckeres zu essen, schauen wir und stehen vor dem Bistro von Attila Hildmann. Also diejenigen von euch, die ein bisschen vegan angehaucht sind, wissen, Attila Hildmann hat viele Bücher schon geschrieben, ist auch einer meiner Inspirationsgeber. Ich habe auch zu Hause ein Kochbuch von ihm, wo ich schon vieles, vieles einfach entnommen habe. Ich bin ein bisschen heiser vom vielen Reden am Wochenende, wo ich schon vieles entnommen habe. Und war klar, warum wir in Kreuzberg gelandet sind, um einfach zu Attila Hildmann essen zu gehen.
Es war jetzt nicht vergleichbar die Küche, wo wir am Freitagabend waren, also Sterneküche, Gängemenü. Das war gestern so die Burgerküche. Ich habe Fish and Chips gegessen, vegan natürlich, total genial. Mein Mann hat einen Burger gegessen, er hat aber auch die Döner-Variante und alles vegan. Also du brauchst es nicht gucken, was ist irgendwo wo drin. Auch alles noch Bio-Qualität. Es war einfach genial. Und da wussten wir, warum wir in Kreuzberg gelandet sind, warum ich mich vertan hatte, Prenzlauer Berg und Kreuzberg irgendwie verwechselt hatte. Okay? Und so wirst auch du geleitet auf deine Art und Weise, wenn du diese Botschaften mal wahrnimmst. Und diese Dinge, mal noch ein anderes Beispiel. Wir haben auch mal die Variante vor vielen Jahren gemacht, bestimmt schon 10 Jahre her. Wir haben uns einfach ins Auto gehockt, Zelt dabei und sind losgefahren. Wir sind nur gegen Norden gefahren. Wir wussten, wir wollten da irgendwo mehr, Nordsee, Ostsee, irgendwo. Kein genaues Ziel auf dem Weg dahin. Noch eine Freundin von mir besucht in Remscheid, dort noch einen Zwischenstopp gemacht. Da waren wir auch, glaube ich, so eine Woche. Und dann sind wir einfach weitergefahren und sind dann irgendwo in der Nähe von Bremerhaven, der genaue Ort fällt mir jetzt nicht ein, auf einem wunderschönen Campingplatz gelandet, am See. Wunderschönes Wetter gehabt. Und ich war damals auch noch so ein bisschen in der, was heißt ein bisschen? Thema Geld, Geldmangel hat mich ja ganz, ganz lange begleitet. Es gab auch Zeiten in meinem Leben, wo ich dachte, das kriege ich in diesem Leben nimmer geheilt, meine Geldblockade. Und da sind wir ein bisschen zu spät an diesem Campingplatz angekommen und durften dann eine Nacht netterweise vor dem Campingplatz übernachten. Also haben da einfach so um die Ecke auf dem Feld, Wiese, Flur, Zelt aufgeschlagen. Mein Mann und ich, wir hätten uns wahrscheinlich einfach nur im Autorücksitze zurück und gelegen und geschlafen. Aber die Kinder, denen konnten wir das ja nicht antun. Deshalb haben wir das Zelt aufgeschlagen. Und ich war damals noch dankbar für diese eine Nacht, die wir dann vor dem Campingplatz übernachten konnten. Weil das hat, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, 25 € oder so, ich weiß es nicht mehr. Weil ich habe gedacht, okay, danke, liebes Universum, dass wir jetzt eine Nacht noch auf dem Campingplatz geschenkt bekommen, weil dafür kann ich uns dann morgen eben Frühstück und Essen kaufen. Oder wir. Okay? Also in dieser Prägung war ich damals drin und habe aber damals auch schon so diese Dinge gesehen, wie wir da einfach gelenkt und geführt wurden. Oder was fällt mir gerade noch ein? Hildmann. Achso, gestern hat mir noch einer erzählt, dass sie mit der Familie plant, in die USA zu reisen, aber jetzt unsicher ist mit Kindern, wird das nicht zu viel Stress und. Und in dem Beispiel ist mir dieses Bremerhaven-Beispiel jetzt einfach eingefallen, das ich dir erzählt habe gerade, wo wir zu ihr gesagt haben, gerade mit Kindern, hör auf, so eine USA-Reise einfach durchzustrukturieren, Tag für Tag. Fliegt dahin und dann lasst euch leiten, holt euch ein Auto und da, wo es euch gefällt, dort bleibt ihr einfach. Ihr werdet doch irgendwo ein Bettchen finden, wo ihr übernachten könnt mit den Kindern. Und das wird der schönste Urlaub ever wahrscheinlich für euch werden. Genau. Wir sind auch schon mal mit der ganzen Familie losgefahren. Mitte Deutschland, im Kasseler Raum war das, wo wir einfach das Auto haben stehen lassen auf dem Dorfplatz und sind dort losgewandert, hatten uns eigentlich eine Route da rausgesucht, die wir wandern wollten, aber irgendwann, also mir wird es dann auch gerne langweilig, immer so eine vorgesehene Route zu laufen, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir einfach mal vom Weg ab und gehen andere Routen und lassen uns einfach leiten. Und wir sind da einfach losgezogen, jeder hat einen Rucksack dabei gehabt mit Getränken, mit Trockenfutter, also Nüssen und na, wie nennt man das? Knäckebrot und solche Dinge. Die Kinder, mein Mann und ich, und sind dann einfach los, sind querfeldein, sind in den Wald rein, quer durch den Wald auch. Und da, wo es uns nachts gefallen hat, da haben wir uns einfach hingelegt. Wir hatten Matten dabei, haben uns auf die Matte gelegt und haben dort dann geschlafen. Fertig.
Heute gibt es sogar einen Begriff dafür, den es damals wohl, glaube ich, in Japan oder so schon gab, aber inzwischen schwappt das beobachte ich auch hier nach Deutschland rüber. Heute gibt es einen Begriff hier in Deutschland für, das nennt man Waldbaden. Es wird hier mehr so unter dem Tenor, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, vermarktet, verkauft, einfach mal für eine Stunde sich in den Wald zu setzen oder 2 Stunden und da die Energie des Waldes aufzunehmen. Wir haben damals Waldbaden gemacht. Damals gab es den Begriff hier in Deutschland noch nicht. Aber wir haben einfach den Impuls gehabt, das zu machen. Anschließend gab es noch das Kontrastprogramm, wo wir eine Woche uns Luxus gegönnt hatten. Also das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Aber aus diesen vielen, es waren jetzt nur 2, 3 Beispiele, die ich dir genannt habe, wo das Universum dich aber auch lenkt, wo das Universum dir auch Botschaften schickt. Und aus diesen vielen, vielen Begebenheiten habe ich letzten Endes die Kraft und das Vertrauen nochmal, das Urvertrauen aus mir herausgeholt. Und ja, mich dem Urvertrauen hingegeben, um letzten Endes die Kündigung einzureichen und nach 30 Jahren mich aus dem öffentlichen Dienst zu verabschieden. Wir haben heute Montag. Wir hocken hier in einem schicken Berliner Hotel, fahren jetzt dann auf den Prenzlauer Berg, treffen uns noch mit einer wunderbaren Kundin von mir, die auch auf Bali mit dabei war und werden da gemeinsam frühstücken. Und ich freue mich da riesig drauf, sie auch nochmal zu sehen. Wir hatten gestern Abend schon kurz miteinander telefoniert. Und ja, lassen dann so den Vormittag hier in Berlin ein bisschen ausklingen, fahren dann wieder zurück ins Saarland und dann geht es für mich weiter erstmal nach Österreich. Dann bin ich von Donnerstag bis Montag in Österreich. Dann fahre ich zurück, bin 2 Tage im Saarland und dann fahren wir wieder nach Österreich. Das war so nicht geplant, das erzähle ich dir jetzt auch noch mal gerne. Nicht etwa um anzugeben, sondern um einfach dir zu zeigen, was für ein geniales, großartiges Traumleben auf dich wartet, wenn du beginnst, dich auf den Weg zu machen. Und deshalb bist du ja auch hier, deinen Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben. Und zwar habe ich in 2 Wochen Geburtstag. Und da hatten wir eigentlich schon was geplant, also Geburtstag in unserer Familie. Wir haben irgendwann mal angefangen, dass das so eine, in Anführungsstriche, so ein heiliger Tag für uns nur als Familie ist. Und zwar nur mein Mann, meine Kinder, unsere Kinder vielmehr und sonst niemand. Diesen Tag verbringen wir nur zu viert. Und dann gibt es anschließend noch einen Tag, wo wir dann einfach, als meine Mama noch gelebt hat, mit meiner Mutter und mit der Mutter von meinem Mann verbracht haben und mit einem engsten Freundeskreis oder so. Aber am Geburtstag selbst, das heißt mein Geburtstag oder von meinem Mann, oder auch bei den Kindern, früher klar war dann Kindergeburtstag, aber es gab immer noch einen Tag, und den gibt es auch heute noch, auch wo unsere Kinder erwachsen sind, wo wir als Familie, als kleine Familie nur zu viert einen Tag verbringen. Und dieser Tag war auch schon geplant. War auch schon klar, wo wir hinfahren. Es gab schon Plan A bei schönem Wetter und es gab Plan B, sollte es regnen. Okay. So, und dann habe ich, das ist jetzt erst 2 Wochen her oder eine Woche sogar vielleicht nur, habe nicht so ein gutes Zeitgefühl, ein Seminar entdeckt an dem Wochenende in Österreich, wo mein Herz sofort gesagt hat, da muss ich hin. Dieses Seminar, da muss ich hin, das bringt mich absolut weiter. Aber Geburtstag. Und an meinem Geburtstag mich auszuklingen, auszuklinken und ohne Familie hat sich nicht gut angefühlt. Also habe ich bei der Seminarleitung angefragt, ich würde gerne kommen, aber ich brauche 4 Plätze. Sind noch 4 Plätze frei? Weil ich wusste, dieses Thema, um das es da an diesem Wochenende geht, es sind 3 Tage auch, ist ein absolutes Thema. Auch für unsere Kinder, was die auch sowas einen Quantensprung weiter gehen lässt in ihrem Leben. Die sind jetzt 18 und 20. So, und ich habe am gleichen Abend, ich weiß noch, es war sonntags abends, hatte ich über eine PN über Facebook nachgefragt und sonntags abends bis 11 Uhr noch gewartet, keine Antwort mehr bekommen.
Und ich weiß noch, wie ich so über Nacht dann nur mit so, ah, hoffentlich klappt das, hoffentlich klappt das. Meinem Sohn, der ja auch, ja, dann nicht nur den eigentlichen Geburtstag sich frei halten musste, sondern dann eben auch noch längere Zeit sich frei halten, planen musste. Meiner Tochter auch gleich gesagt, bei der war es weniger ein Thema, weil die ist ja gerade mitten im Abi. Da stehen jetzt nur noch mündliche Prüfungen an, alles andere ist ja durch, von daher war sie ja zeitlich eh freier. So, und montags morgens habe ich dann die Info bekommen, es sind noch 4 Plätze frei und gebucht. So, das ist der Grund. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich natürlich in Österreich geblieben. Family wäre dann nachgereist. Aber so fahre ich jetzt einfach für 2 Tage zurück ins Saarland und dann fahren wir nochmal mit der kompletten Familie. Und ich habe auch schon die Zugtickets für mich alleine gebucht. Okay, so, wenn du jetzt das sagst, das ist mir zu anstrengend, so in der Weltgeschichte rumzufahren. Ich gebe dir das bitte nur als Beispiel. Das ist einfach mein Ding. Ich liebe es einfach zu reisen. Ich liebe es unterwegs zu sein. Ich liebe es, mich dort aufzuhalten, wo es mir gerade gefällt. Sei es vom Wetter her oder eben auch Fortbildungen zu machen, die mich weiterbringen, die ich ja dann auch letzten Endes weitergeben darf und kann. Das Wissen, was ich mir aneigne, an die wunderbaren Frauen und Männer auch in der Akademie, die ich ja gegründet habe. Und deshalb bist ja auch du hier, was ich auch dir weitergeben kann, auch wenn du nicht in der Akademie bist, hier im Rahmen der Seelenfreude Challenge oder hier in der Gruppe. Es geht darum, dass du dein Ding, genau das herausfindest, was du dir einfach als Seele mal vorgenommen hast, warum du hierher gekommen bist, zum jetzigen Zeitpunkt, in deinen jetzigen Körper. Und da sind wir nochmal bei der Frage, wie lange willst du dein Leben noch an dir vorbeirauschen lassen? Denn wenn ich dieses Urvertrauen durch diese kleinen Beispiele, die ich dir gerade genannt habe, nicht nochmal ausgegraben hätte und dem Leben, meinem höheren Selbst, der Energie, die mich umgibt, die ja auch dich umgibt, gleich welchen Namen du dieser gibst, vertraut hätte, dann würde ich jetzt um diese Zeit auf der Autobahn im Stau stehen, stop and go, stop and go, und wird so ab 8, halb 9 am Schreibtisch hocken und wird Papier von A nach B schieben, Ordner rausholen, Rechnungen schreiben, einkuvertieren, wegschicken, keine Ahnung, und wird mich fragen, was mache ich hier eigentlich? Und so gibt es in deinem Leben auch Bereiche. Vielleicht gehst du noch einem Job nach, wo du dich fragst, was mache ich hier eigentlich? Oder das Universum hat vielleicht schon dahin agiert, dass du ohne Job bist, vielleicht auch ohne Geld bist im Moment. Aber in unserem wunderbaren System, Deutschland, Österreich, Schweiz, kann niemand verhungern. Wir werden ja sogar zwangsernährt, überzogen gesagt, weil wir haben ja so ein wunderbares soziales Netz, dass ich da auch Arbeitsamt und Hartz IV nennt. Natürlich kann man sich davon nicht das Traumleben gestalten, aber dann kannst du jetzt, statt Energie reinzubringen, wo ist die nächste Stelle, wo ich mich mit arrangieren kann, dann kannst du Energie reinbringen, weil das Universum vielleicht schon so deshalb genau reagiert hat. Was ist mein Herzensding? Was will ich selbst eigentlich wirklich? Wie bitteschön schaut mein Traumleben aus? Nach meiner eigenen Vorstellung. Ich meine, ich bin Zwilling, mir wird es einfach schnell auch langweilig. Ich brauche einfach irgendwo Abwechslung und dann noch mit Akzident, mit Ax, 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 Akzident. Akzident, so irgendwie heißt das, ne? Mir fehlen gerade die Worte. Löwe. Einem Löwen wird es auch langweilig. Der liegt gerne mal da und relaxt, aber der will auch unterwegs sein, will die Welt entdecken. Okay, also das ist mein Ding. Das ist jetzt nichts, was ich dir überstülpen möchte. Ich gebe dir das nur als Inspiration weiter. Finde deinen eigenen Weg, entwickle deine eigene Persönlichkeit. Finde heraus, was dich ausmacht, was dein Ding im jetzigen Leben, im Hier und im Jetzt ist. Und hör auf, weiter wertvolle Lebenszeit an dir vorbeirauschen zu lassen.
Du hast hier etwas Wunderbares mitgebracht in den jetzigen Körper. Deine Einzigartigkeit, auch du hast ein einzigartiges Potenzial in dir, Gaben und Stärken, Kreativität, was auch immer es ist, was für dich so selbstverständlich ist oder was du auch im Laufe der Jahre, deiner bisherigen Lebensjahre jetzt herausgefunden hast für dich, wo du Meisterin schon geworden bist oder Meister in deinem Leben, aber was für dich so selbstverständlich ist, dass du glaubst, das ist normal, das können alle anderen auch, oder wo du glaubst, damit kann man kein Geld verdienen, oder wo du glaubst, dafür kann ich kein Geld verlangen, wo du bislang noch glaubst und dir die Geschichte erzählst, damit kann ich mein Leben nicht gestalten, oder wo du denkst vielleicht, vielleicht ist es auch so, dass dein Körper dir schon Disharmonien schickt in Form von Krankheitsbildern und du hast jetzt noch die Denke oder erzählst dir die Geschichte, ich muss erst das und das machen, ich muss erst gesund werden, ich muss mir erst noch, was weiß ich nicht, alles machen und dann, also wenn dann, bitte, ich möchte dich wachrütteln, hör auf, dir diese Geschichten zu erzählen, fang an, noch heute dir die Geschichte zu erzählen, was dich ausmacht, wie dein Traumleben ausschaut, was dein Herzensding ist und finde die Dinge, die dich einzigartig machen, was dir Freude macht, wo du von anderen um Rat gefragt wirst und du wunderst dich bislang, das ist doch normal, das kann doch jeder. Nein, du bist einzigartig und auch du kannst mit deinem eigenen Ding, so nenne ich das jetzt mal, ein anderer Ausdruck ist deinem Seelenplan, dein eigenes Ding, kannst du dir dein Traumleben erschaffen. Und du kannst weiter dir Geschichten erzählen, dafür kann ich kein Geld verlangen, das geht doch nicht und. Oder du kannst anfangen, und zwar jetzt sofort, dir die Geschichte zu erzählen, dass es funktioniert, weil du dich jetzt auf den Weg begibst, weil du dir jetzt zum Beispiel von mir das Navigationssystem zeigen lässt, wie du auf dem schnellsten Weg vor allem nach A nach B, nach von A nach B kommst und diese ganzen Blockaden und was noch alles in dir drin ist, auch auf dem schnellsten Weg aufräumst und loslässt. Okay? Ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht so sehr da reinsteigere. Zu mir hat mal eine gesagt, ich habe ja richtig Angst vor dir, weil ich merke halt manchmal, dass ich mich so, oder ich habe das selbst bis dahin gar nicht gemerkt, ich war so erstaunt, als die das zu mir sagte, dass ich mich da so reinsteigere, weil ich dich einfach wachrütteln möchte und dann so viel aus meinem Herzen herausfließt und ich dann manchmal vielleicht auch ein bisschen forsch bin. Also, das ist nicht irgendwie in der Richtung gemeint. Ich möchte dich wirklich einfach nur wachrütteln, weil ich ganz genau weiß, was für eine großartige Persönlichkeit in dir verborgen ist und was für ein großartiges Leben eigentlich auf dich wartet, wenn du beginnst, dir eine andere Geschichte zu erzählen, wenn du beginnst, dein eigenes Potenzial zu entdecken und zu leben und auf dein Herz zu lauschen und dich auf deinen Herzensweg begibst. Ganz so, wie das dir entspricht. Nicht mich nachmachen oder jemand anderen nachmachen, sondern das herausfindest, was dir entspricht, dir, deinem Herzen. Und du beginnst, die Dinge zu machen, die dir Energie schenken, die dir Freude bereiten. Denn dann hat deine Seele keinen Grund mehr, dir Botschaften zu schicken in Form von Disharmonien. Okay? Also, meine Liebe, kleine Einladung an dich, heute dich damit zu beschäftigen, was dein Ding ist. Und das voller Freude und Leichtigkeit. Du musst es dir nicht schwer machen. Es darf auch leicht sein. Und zwar vor allem dann, wenn du merkst, es wird irgendwie schwer oder es fällt dir schwer, es was zu entdecken oder du bist so an so einem Punkt,
wo du dich vielleicht hingehockt hast und es fließt irgendwie nicht. Gerade dann geh raus in die Natur, nimm dorthin dein Blöckchen mit, verbinde dich mit der Natur und nimm wahr, dass jetzt gerade so ein Knoten da ist, dass es nicht fließt. Nimm das wahr, atme und stell dir dann die Frage, wie kann ich diesen Knoten jetzt auflösen? Wie kann ich jetzt beginnen, zu meinem wahren Kern zu kommen? Was genau ist da in mir drin? Und dann lässt du das fließen und schreibst das einfach mal auf. Und dann kommst du deinem wahren, wenn ich jetzt sage göttlichen Kern, dann ist das ohne religiöse Behaftung, näher und näher. Und wenn du dir da noch Hilfe holst und dir das Navigationssystem holst, wirst du ganz, ganz rasch von A nach B kommst. Und von A meine ich das Leben, wo du gerade jetzt drin steckst, nach B kommst, dein Traumleben. Und du musst da noch nicht mal eine genaueste Vorstellung von haben. Der Weg ist das Ziel. Mich hat es einfach immer schon inspiriert, unterwegs zu sein, schöne Orte zu besuchen. Aber wie genau das ausschauen sollte und vor allem wie das gehen sollte, das war außerhalb meiner damaligen Vorstellungskraft. Aber durch diese kleinen Beispiele, die ich dir eben genannt habe, habe ich das Urvertrauen in mir erweckt. Und vielleicht magst du dich auch heute mal hinhocken und mal überlegen, damit dein Urvertrauen auch gestärkt wird. Wo hast du ähnliche Erfahrungen gemacht in deinem Leben, wo du rückblickend sagst, ja, da bin ich total geführt worden. Das hat seinen Sinn gehabt. Da habe ich das bei entdeckt. Da habe ich diese Erfahrung gemacht. Da sind die Menschen in mein Leben gekommen und. Und daran merkst du, wie du auf deine Art und Weise vom Leben von einer höheren Instanz geführt und gelenkt wirst. Okay? Gut, meine Liebe. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, viel Freude heute und viele Erkenntnisse wünsche ich dir, wenn du dich hinhockst und dir die Zeit nimmst, dich mit dir selbst und deinem Thema zu beschäftigen. Dann sehen wir uns morgen früh nochmal in neuer Frische hier in unserer Runde. Okay?